Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe jetzt mich nicht in die Diskussion eingemischt, weil ich ja selber hier sprechen darf. Aber vielleicht kann ich ein paar Gedanken hinzufügen und dann zu meinem eigentlichen Thema kommen, was aber ohnehin mit dem bereits Gesagten auch irgendwie zusammenhängt. Ich habe mit dem Begriff der Völkerwanderung ein Problem der Genauigkeit. Was sind Völker? Wovon sprechen wir, wenn wir von Völkern reden? Wir haben Migrationsphänomene seit geraumer Zeit in Europa. Aus ganz unterschiedlichen Gründen wandern Menschen. Sie wandern, wenn ich jetzt nur mal die Zeit post 45 sehe, mir ansehe, dann haben sie Wanderungen aus ökonomischen Gründen innerhalb der Nationalstaaten, zwischen den Nationalstaaten. Sie haben die Wanderung der Italiener, Griechen, Portugiesen nach Deutschland, Frankreich, Belgien, ja, also Brüssel hat eine große portugiesische Gemeinschaft. Sie haben die Anwerbung von Wanderarbeitern durch die Staaten, die sozusagen im Wirtschaftswunder mehr Arbeitskräfte brauchen. Also sie haben Push- und Pull-Faktoren, wie die Demografen das nennen. Und wir haben ein ganz bestimmtes Phänomen von Wanderung, das aber auch so alt ist wie die Menschheit, glaube ich, nämlich Flucht vor Unterdrückung, vor Ermordung, vor Unsicherheitsfaktoren aller Art. Und Letzteres haben wir geglaubt, nach 45 doch mit einer bestimmten rechtlichen Regelung abgesichert zu haben. Ja, so die Genfer Flüchtlingskonvention scheint mir ja immer noch in Geltung zu sein, aber nicht in der Diskussion. Daher ist sozusagen diese Parallelität zu einer römischen oder einer Völkerwanderung in der spätrömischen Zeit höchst seltsam, und die, sagen wir mal, Funktionalisierung für einen ganz bestimmten Diskurs liegt auf der Hand. In Klammer gesprochen, auch auf das, was Sie gesagt haben, hätte ohne diese Völkerwanderung nicht ein technischer Fortschritt unaufhaltsam stattgefunden. Fortschritt ist ohnehin ein Begriff des 19. Jahrhunderts und schon gar nicht der römischen Zeit, wenn diese Barbaren die Römer nicht ihrer Fußbodenheizung beraubt hätten. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert. Auch hier halte ich die Parallelität, ohne Historikerin zu sein, für eine ganz seltsame intellektuelle Operation. Und ich weiß, ich begebe mich jetzt auf ein Glatteis, das glatter nicht sein könnte, wenn ich in diesen Räumen eine tiefe Skepsis artikuliere gegenüber den Rückschlägen der wissenschaftlichen Entwicklung durch das Christentum. Also die Nichtlinearität des wissenschaftlichen Fortschritts, jetzt bleibe ich bei diesem 19. Jahrhundert-Begriff, vor allem der griechischen Erfindungen. Ja, ich halte ja die Griechen für wesentlich wichtiger, was die ganze Erfindung eines wissenschaftlichen Diskurses betrifft, der Griechen, als vielleicht der Römer. Die Römer waren, glaube ich, mehr Techniker als Erfinder in jetzt einem aristotelischen Sinne. Mein letzter Punkt, und dann schlage ich die Brücke zu dem, was ich hier vortragen wollte, weil auch gefragt wurde, warum ist Europa so verunsichert? Und warum gibt es oder wird ein Paradigma wie die Völkerwanderung, ich bin mir nicht so sicher, ob das gleich ja Paradigma ist, das ist auch eine sehr deutsche Debatte, ja, das muss man auch dazu, oder deutschsprachige Debatte. Sie finden Ähnliches nicht in Italien und nicht in Spanien oder Frankreich. Aber ein Problem ist zunächst einmal, Europa ist zum ersten Mal Einwanderungskontinent. Und zwar
aus anderen Kontinenten. Es gibt also die Binnenwanderungsgeschichten eben seit der Antike, aber jetzt sind wir Einwanderungskontinent und wir waren über die Jahrhunderte Auswanderungskontinent. Vor allem auf die schon erwähnten Territorien der Amerikas, wenn ich das so sagen darf, aber auch Australiens und im Zuge der Kolonialisierung eigentlich über die ganze Welt. Und plötzlich kommen Menschen in größeren Mengen zu uns. Aber ich würde sehr dazu animieren, einmal zu schauen, warum kommen sie. Die Syrer wären ohne diesen Krieg niemals gekommen. Ja? Also das ist eine klassische Kriegsflucht und dafür hatten wir gedacht, ab 1945 anders antworten zu können, als wir es heute tun. Daher bleibt uns armen Menschen, die universitäre oder akademische Arbeit leisten, eigentlich nur eines, nämlich die Aufklärung. Und da danke ich dem Kollegen auch für seinen Vortrag. Aber die heutige, sagen wir mal, Abwehr und Idiosynkrasie innerhalb Europas von Wanderung, die weit größere Zirkel erfasst als die klassischen Rechtsradikalen, sondern die weit in die Linke hineinreicht, wo immer sie hinschauen, ist natürlich die Antwort auf eine krisenhafte Entwicklung der Europäischen Union in viel breiterem Sinne. Der Herr hier vorne hat gefragt, wie kann es sein, dass Europa sich als Opfer stilisiert? Europa als solches stilisiert sich vielleicht nicht als Opfer, aber eine ganze Reihe von Schichten unserer Gesellschaften, die mittlerweile auch nicht mehr nur die Verliererschichten sind. Das ist, glaube ich, das Beängstigende, dass es nicht nur jene sind, die am Arbeitsmarkt nicht reüssieren, sondern auch bis weit in die Universitäten hinein begegnen wir solchen Diskursen. Ja? Weil Europa mindestens seit dem Vertrag von Maastricht eine ganze Reihe von krisenhaften Entwicklungen erfährt, die auch mit diesem Vertrag zu tun haben, nämlich der Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion in einer Form, die zum Beispiel die große Finanz- und Fiskalkrise nicht abwenden konnte. Der ökonomische Diskurs wimmelt von der falschen Konstruktion der Wirtschafts- und Währungsunion. Darüber kann man streiten. Ich glaube, dass man bei der Gründung vor allem der gemeinsamen Währung durchaus in Kauf genommen hat, dass nicht alle Staaten auf dem gleichen Niveau sind. Die Leute waren ja nicht, verzeihen Sie das Wort, vertrottelt. Ja? Man hat ja auch hingesehen. Und es bedarf auch keiner großen Recherche, um zu sehen, dass ein Staat wie Griechenland oder Schweden, das jetzt nicht in der Währungsunion ist, aber vergleichsweise Dänemark, ja, aber auch von der Größe her, das auch nicht in der Währungsunion ist, dass das völlig unterschiedliche sozioökonomische Verhältnisse sind. Das wusste jeder. Man hat Regeln geschaffen, um diese Divergenz zu überwinden. Diese Regelbindung hat nicht gegriffen, aus vielen Gründen, die nicht nur mit den ewig inkriminierten Griechen zu tun haben, sondern auch mit den Staaten des Nordens. Also Finanz- und Fiskalkrise als etwas zutiefst Verunsicherndes, eine Dominanz der Bankenkrise, die ebenfalls nicht gesehen wurde, nicht gesehen sein sollte, mit sozialen Verwerfungen, die dramatischer nicht sein könnten. Also denken Sie nur auch, jetzt lassen wir mal Griechenland beiseite, ja, an einen Erfolgsstaat wie Irland. Ja. Irland, das in einer völlig aberwitzigen Politik, was ihren Finanzmarkt betrifft, Banken Dinge erlaubte, die, ja, wir wussten, es schiefgehen würde, aber halt nicht wann und irgendwann auch schiefging. Der Eindruck, der in der Öffentlichkeit, in der Bevölkerung aller europäischen Staaten entstehen musste, ist, hier läuft etwas aus dem Ruder. Hier gibt es keine Sicherheit mehr, dass da irgendetwas gewusst und gesteuert wird.
Nun, die, glaube ich, wirkliche Fehlkalkulation war, dass die Staaten sich daran halten würden, was sie vereinbart hatten in Maastricht und später in den diversen Pakten, die sie zur Regulierung der vor allem fiskalpolitischen Entscheidungen in den Mitgliedstaaten getroffen hatten. Das ist nicht passiert. Und vor allem, was man ewig abgelehnt hat, war eine Bankenunion zu schaffen. Das bekommen wir jetzt alles, aber die Überwachung der Banken war ein absolutes No-Go in den 90er Jahren. Und nun wird diese Finanz- und Fiskalkrise, die natürlich tief einschneidet in die Sozialpolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten, denn nur so sind die Regeln einzuhalten, indem Fiskalpolitik restriktiv ausgeübt wird, vor allem um die Schulden- und Defizitgrenzen einzuhalten. Nun wird plötzlich diese tiefe Verunsicherung überlagert durch eine sicherheitspolitische Frage. Oder Fragen, um es korrekter zu sagen. Ja. Wir Europäer sind vielleicht weniger ein Opfer als ein bisschen faul, wenn ich das so formulieren darf. Ja, wir haben uns eingerichtet, nein, Sie müssen mich aussprechen lassen, bevor Sie so heftig den Kopf schütteln. Wir sind intellektuell faul, ja? In dem Sinne, dass wir uns eingerichtet haben im Schatten des Kalten Krieges, der im Übrigen auch zu Ende gegangen ist und mit dem Fall der Mauer eine völlig neue, auch geopolitische Konstellation hervorgebracht hat. Ein bisschen faul sind wir insofern, als wir nicht hinausschauen auf die Welt, um zu sehen, was passiert. Es wird schon wieder geschüttelt, aber ich sage es Ihnen. Wie konnte übersehen werden, was in den nordafrikanischen, maghrebinischen Staaten passiert? Wie konnte übersehen werden, was sich hier zusammenbraut, dass die Selbstverbrennung eines einzigen Mannes reichte, um die gesamte Ordnung in die Luft zu sprengen? Und dass dann noch, und natürlich, Sie können sagen, es gibt immer einzelne Menschen, die über diese Unzulänglichkeiten hinausgehen, aber ich rede jetzt auch von einem politischen Establishment, das ja reagieren musste. Und wie konnte es passieren, dass unmittelbar nach den Aufständen in Tunesien sich eine französische Innenministerin hinstellt und sagt, na, wenn Sie das nicht im Griff haben, dann schicken wir Ihnen die Polizei. Ja? Also französische Polizeikräfte als Ordnungsmacht in Tunesien. Gut, sie hat das dann zurückgenommen, sie ist auch zurückgetreten, das sei zu ihrer Ehre gesagt, aber richtig ist, dass wir diese Krisenentwicklungen entweder nicht sehen oder wenn es analytische oder Analysen gibt, die das aufzeigen, nicht lesen und dass sie vor allem das politische Establishment nicht erreichen, wo entsprechend gehandelt werden könnte. Dann kam, was kam, aber die sozusagen Migrationsfrage ist nicht nur dadurch bedingt, denn die wirkliche Migrationsfrage oder Flüchtlingsfrage entstand dann mit dem Bürgerkrieg in Syrien. Dankeschön. Natürlich hatten wir, das ist der Grund, warum Syrien meinen Kopf oder nicht auftauchte, war, weil ich eigentlich Irak sagen wollte. Natürlich haben wir auch seit 9/11 und den Kriegen, die dann im Irak losgetreten wurden oder auch schon Afghanistan, auch vorangegangene Flüchtlingsbewegungen. Aber mit Syrien erhält das diese Dimension, die heute in allen Köpfen ist und die dieses Wort Völkerwanderung auslöst. Wir haben nach 1945 gesagt, dass wir in Europa gewisse Dinge nie mehr zulassen, dass wir Flucht vor Vertreibung, Unterdrückung und Krieg retten, dass wir ihnen zumindest eine Chance geben.
Und in dem Augenblick, wo diese Sache tatsächlich eintrifft, machen wir die Türen zu. Wir haben anders reagiert gegenüber den Ungarn vor 60 Jahren. Wir haben anders reagiert gegenüber den Tschechen im Jahre 68. Und wir haben überhaupt gegenüber Osteuropa, dem kommunistischen, durch die Sowjets unterdrückten Osten anders reagiert, weil es damals auch gegen den Kommunismus ging. Ja? Weil jeder, der dem Kommunismus entkommen wollte, ein willkommener Flüchtling war. Ich will nicht unterschätzen, was es heißt, Menschen aufzunehmen, die aus dem gleichen Kulturkreis kommen, die in der Regel auch Christen sind. Ja? Aber das ist nicht, das entspricht nicht dem Wert, den Werten Europas. Europa ist entgegen all dem, was wir fühlen mögen, aber zumindest laut den Grundlagen, auch den Rechtsgrundlagen, ich kann das nicht oft genug betonen, auf denen dieses Europa beruht und auf denen die europäische Integration zu leisten ist, eine säkulare Veranstaltung. Und nun haben wir natürlich mit Migration von Menschen islamischen Glaubens ein besonderes Problem und eine besondere Herausforderung, weil uns auf der anderen Seite etwas entgegenkommt, was sich nicht säkular versteht. Ja? Also für mich ist die Auseinandersetzung, in der wir stehen, und ich sage heute lauter gefährliche Worte in einem Raum, wo man das vielleicht nicht sagen sollte, der Konflikt, den ich sehe, ist nicht Christentum versus Islam, sondern Säkularismus. Das heißt, die Zurückdrängung religiösen Glaubens in bestimmte Räume, die nicht der Staat sind, und einer Religion wie dem Islam. Das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung. Aber vielleicht können wir darüber auch noch genauer diskutieren, wenn ich zu Ende komme. Und ich, wie viel Zeit habe ich noch? Ich sollte auf die Uhr schauen. Ja, ein bisschen habe ich noch. Mit der Migration wird noch etwas weiteres vermischt, nämlich der Terrorismus. Ja, wir haben terroristische Anschläge seit 2005, Madrid, London, bis herauf zu Paris, Bataclan und Brüssel und dann auch diese einzelnen Anschläge, die alle eigentlich genau in ihrer Spezifität analysiert werden müssen. Es ist nicht alles das Gleiche. Vor allem sind die Anschläge, die wir in Paris und in Brüssel gesehen haben, Anschläge von Einwanderern, die keine Einwanderer sind, sondern Kinder zweiter, dritter Generation. Also hier ist was ganz anderes schiefgelaufen. Es hat nichts zu tun mit der jetzigen Wanderung. Also Terrorismus als weiteres sicherheitspolitisches Problem und ja, das Erfordernis, dass Europäer plötzlich zu Akteuren auf der geopolitischen Ebene werden. Es beginnt mit der Ukraine, der Annexion der Krim, jetzt auch in Syrien. Wozu wir nicht wirklich gerüstet sind, und zwar nicht militärisch, sondern mental. Wir können über jeden einzelnen Fall im Detail reden und ich glaube, dass gegenüber Russland einige Fehler gemacht worden sind, die vielleicht manches hätten vermeiden können. Wir wissen es nicht. Ein Problem, und das wird mir mein Kollege von der Geschichtswissenschaft bestätigen, ein Problem, das wir immer haben als menschliche Gesellschaften, wir können nie ein Experiment zweimal machen. Ja? Das ist wirklich fatal, dass wir keine Physiker sind, aber wir sind es halt nicht. Ja? Und wenn etwas geschehen ist, ist es geschehen in einer ganz bestimmten Konstellation unter ganz bestimmten Bedingungen und dann sind die Bedingungen schon andere. Und das gilt nicht nur für einen so weiten Zeitraum wie den Sie behandelt haben, sondern es gilt schon für unsere unmittelbare
die letzten 100 Jahre für so kleine Zeiträume. Wir sehen alle dem Syrien-Konflikt zu. Wir sind nicht in der Lage, wirklich einzugreifen. Wir versuchen diplomatisch einiges gegenüber Russland zu thematisieren. Auch die Amerikaner halten sich sehr stark zurück. Sie werden es jetzt noch viel, viel mehr tun. Wir werden jetzt hier nicht keine Trump-Debatte führen. Aber was denken wir denn so? Ja? Haben wir uns nicht in den 40er Jahren darüber echauffiert, dass nicht eingegriffen wurde angesichts nationalsozialistischer Exzesse und Brutalitäten? Ist das vergleichbar mit dem, was Assad hier tut? Hätten wir die Verpflichtung einzugreifen? Und wenn ja, wer und wie? Ja? Kriege haben immer den Nachteil, dass jemand stirbt darin. Gell? Und wenn wir Soldaten irgendwo hinschicken, sind wir dann ganz konsterniert. Also wir Österreicher schicken sowieso kaum jemanden. Und wenn dann nur unter bestimmten UNO-Mandaten. Aber wenn dann Soldaten in den Zinksärgen zurückkommen, sind wir ganz erstaunt. Ja? Und ich sage dann immer, warum ist man erstaunt? Das ist das Wesen des Krieges. Mir ist aber vollkommen klar, dass so etwas im Namen Europas ins Auge zu fassen, eines Mindshift bedarf, dem wir, glaube ich, nicht in der Lage sind. Zumindest sehe ich das nicht in absehbarer Zeit, auch wenn sowohl Jean-Claude Juncker als auch Ursula von der Leyen vor wenigen Tagen in Berlin genau diese Perspektive als die europäische Perspektive zu propagieren versucht, nämlich wir müssen außenpolitisch stärker werden, wir müssen eine gemeinsame Armee auf die Beine stellen, etc. etc. Danke auch für die Einladung. Jetzt mich nicht in die gemischt, weil ich ja darf, aber vielleicht ein paar Gedanken und dann zu meinem Backkommen, was mit dem irgendwie zusammenhängt. Ich habe mit der Wanderung der, genau, was sind Völker? Wovon Völkern reden, haben Männer seit gerade aus ganz Wandern Menschen. Dann, wenn ich jetzt nur mal die Zeit Post 45 sehe, dann haben sie Wanderung ökonomischen innerhalb der Nation, zwischen den Nationen der Portugiesen, Frankreich, ja, also Brüssel hat eine Gemeinschaft, Anwerbung, Wandern durch die sozusagen im Wirtschaftswunder Arbeitskräfte, also sie haben Push, wie nennen. Und wir haben ein ganz von Wanderung, Menschheit, glaube ich, nämlich vor Unterdrückung, Ermordung, vor Faktoren aller Art. Letzteres haben 45 bestimmten Regelungen abgesichert zu haben. Flüchtlingskonvention scheint mir ja immer noch in Geld in der Diskussion. Da diese Parallelität oder einer Völkerwanderzeit zusammen und die Regierung für einen ganz bestimmten Land. Wir haben mal gesprochen, Sie gesagt haben, Völkerwanderung nicht ein stattgefunden vor 19. Jahrhundert und der Barbaren ihrer Täten formuliert. Halte ich die Parallele zu sein für zusammen. Und ich weiß, da ist das Glatter nichts. Wenn ich in die tiefe Skepsis über den Rückschlag der Wissen durch das Christentum, die nicht linear wissenschaftlichen Fortschritte des 19. Jahrhundert begriff, vor allem der Griechen, halte ja die Griechen für weniger, was wissenschaftliche ganze Erfindung des Diskurses betrifft, als vielleicht der Römer, als Erfindung jetzt einem Aristoteles. Mein letzter Frage, ich die Brücke zu tragen wollte, warum ist Europa so verunglückt und warum ein Paradigma wie die Völker, das ist klar, ja, Paradigma, sehr deutsche Debatte, deutschsprachige Debatte, ähnliches nicht in Indien oder Frankreich. Ein Problem ist zunächst Europa zum ersten Mal Wanderungskontinent. Aus anderen, also die Binnenwanderungsgeschichte der Antike, wir Einwanderungswaren über die Jahrhundertungskontinent. Wie schon erwähnten Territorien des, wenn ich das so sagen darf, und Regierung eigentlich. Und plötzlich in größeren Mengen zu sehr dazu animieren, warum kommen sie?
Die Syrer wären niemals gekommen. Also das ist eine Klasse und dafür gedacht ab 19 anders, als wir es heute. Der armen Menschen, der akademische Arbeit leistet, die Aufklärung und auch für seinen Vortrag. Aber die, sagen wir mal, Abwesenheit innerhalb von Wanderung, weit größere Zirkel als die klassischen Rechtsradikalen, die Linke hineinreicht, ist auf einer Entwicklung der Europa in breiterem Sinne. Der Herr hier vorne hat Europa sich als Opfer. Solches stilisiert sich vielleicht eine ganze Reihe unserer Gesellschaften, auch nicht sind. Das ist, glaube ich, dass es nicht nur jeder reüssieren, bis weit in die Universität in solchen Diskursen. Ja. Weil Europa mindestens sei von Maastricht, von krisenhaften die Vertrag zu tun haben, der Wirtschafts- und Währungs in einer Form, die zum Beispiel die Krise nicht abwenden. Die ökonomische Diskurs, falschen Konstruktion, darüber kann man streiten, man bei der Gründung der Währung durchaus, dass nicht alle Staaten sind, das war nicht, verzeihen Sie das Wort, hingesehen, es bedarf auch keiner groß zu sehen, dass ein Staat oder in der Währungsunion ist, aber Dänemark, ja, aber auch nicht in der Währungsunion ist, völlig unterschiedlich sind, das wusste ich, Regeln geschaffen zu überwinden. Bindung hat Gründen, die ewig inkriminierten Krieg, sondern auch mit den also Finanz als etwas zu des ein der Bankenkrieg ebenfalls nicht gesehen mit die dramatisch sein könnten. Nur auch jetzt an einen Erfolg. Ja? Völlig aberwitzigen Politik, was ihre Finanz betrifft, Banken, die ja würde aber halt nicht wann irgendwann auch schief ging. In der Öffentlichkeit aller europäischen Staaten, hier läuft etwas, hier gibt es keine Sicherheit mehr, irgendetwas gewusst. Die Globalisation war die Staaten sich, was sie vereint, Maastricht und später in diversen Pakten, Regulierung der vor allem Mitgliedstaaten getroffen, passiert. Ewig abgelehnt hat, war eine Union zu schaffen, aber die Banken war ein absoluter 90er Jahr. Und nun wird die Krise, die natürlich in die Politiken der Einzelnen nur so ist, einzuhalten, indem restriktiv vor allem um die Schützen einzuhalten, tiefe Verunsicherung hat durch eine Sicherheit oder Frage direkter zu sagen. Ja. Wir Europäer sind viel Opfer, also nicht das so formulieren darf. Gerichtet, das muss mich aussprechen lassen, schütteln. Wir sind faul. Ja? Im Sinne, dass wir uns im Schatten, der im Übrigen auch zu Fall der Mauer, auch geopolitische gemacht hat, ein bisschen insofern, als wir hinausschauen, sehen, was passiert. Es wird schon wieder gegangen. Wie konnte, was nordafrikanischen Staaten passiert, wie konnte übersehen sich hier zusammen, die Selbstverbrennung Mannes reicht, die Gesamt zu sprengen. Und natürlich, Sie können sagen, die Menschen, die über die Länglichkeiten hinausgehen, einem politischen Establishment ja reagieren muss. Es passieren, dass aufstehen, sich eine Französischerin hinstellt und sagt, wir haben, dann schicken wir Ihnen die Politik. Also französische Politik als Ordnungsmacht ist sie. Genommen, sie ist auch zurückgetreten, zu ihrer Ehre gesagt, ist, dass wir diese Entwicklung entweder nichts oder Analysen gibt, nicht lesen, politische Establishment nicht gehandelt werden. Dann, was kam, sozusagen Migration, ist nicht nur die wirkliche Migrationsfrage entstand dann mit dem Bürgerkrieg in Syrien. Natürlich hatten wir meinen Kopf, auch der war, weil ich eigentlich Irak auch seit 9/11 und den Krieg losgetreten wurden, auch vorangingsungen. Aber er hat heute in allen Köpfen Wort auslöst. 1945 gesagt, Europa gewiss zulassen, dacht vor Unterdrückung, Krieg, dass wir ihn geben. Wo diese Sache tatsächlich, machen wir die Türen zu. Wir haben anders über dann vor 60, anders reagiert gegenüber den 68 und über Osteuropa durch die unterdrückten Ost, weil es dann Kommunismus ging.
weil jeder, der dem Kulte ein Willkommener, nicht unterreißt Menschen aus dem gleichen Kulturkreis, in der Regel auch Christen sind. Aber das ist wert, den Wert Europa, entgegen all dem mögen, aber zumindest den Grundlagen, auch den das nicht oft genug betonen, auf denen dieses europäische Interesse zu leisten, säkulare Fahrt. Und nun mit von Menschen Glaubens, ein besonderes Herausforderung, Seite etwas entgegen, nicht säkular. Ja? Also für die Setzung, in der wir stehen, und gefährliche Worte in einem Raum heute, der Sehe ist nicht Christen, sondern das heißt, religiös in bestimmt nicht der Staat. Und wie dem ist, glaube ich, können wir darüber auch noch diskutieren, wenn wie viel Zeit habe ich noch? Ein bisschen habe ich. Wird noch etwas weiter mit der Terrorismus. Ja? Anschläge, 5, Madrid, London, zu Bataclan und dann auch, die alle in ihrer Spezifität analysiert, nicht alles. Das vor allem sind die gesehen haben, von Einwanderern, sondern Kinder der Generation. Das ganz anderes schief geht, nichts zu tun mit Wanderung. Terrorismus als weitpolitisches Problem, ja, dann ist, ja, plötzlich Akteuren auf der politischen Ebene werden. Und mit der Ukraine da, jetzt auch wirklich, und zwar nicht militär. Wir können über jeden Einzeldetail reden und gegenübergebracht worden sind, die vielleicht manche, wir wissen es nicht, ein Problem, mein Kollege Wissenschaft bestätigen, einpflichtige Gesellschaften, wir können ein Experiment zweimal machen. Fatal, dass wir keine Physik haben. Und wenn reden in einer ganz bestimmten Bedingungen und schon andere für einen so weiten Zandelt haben, sondern es gilt schon mittelbare. Die für Zeiträume. Sehen alle dem Syrien die Lage wirklich ein, diplomatisch einigen über Russland, die Amerikaner halten sich. Sie tun, wir werden jetzt hier nicht hören. Was denken? Haben wir in den darüber ist angegriffen wurde.